Battlefield 2042 bekommt sein womöglich letztes Update mit spielbarem Content und wir springen direkt einmal in den Changelog von Patch 7.2 und schauen, was DICE hier alles geändert, verbessert und abgeschwächt hat. Denn ich muss schon sagen, bezüglich Spezialisten und Fahrzeuge hat es dieser Patch in sich. Wir fangen mit den generellen Änderungen an. Um ein schweres Fahrzeug zu zerstören, benötigt man ab sofort 3 Antipanzerminen. Beispielsweise einen MAV oder einen Kampfpanzer wird man dann nur noch mit 3 Antifahrzeugminen erledigen können. Mittlere und leichte Fahrzeuge benötigen weiterhin nur 2 Minen. Irish APS Sentinel blockiert ab 7.2 nicht mehr Rauchgranaten und auch keine Antipanzerprojektile mehr. Also sowas wie Raketen zum Beispiel von einem Kampfhubschrauber. Und McKay bekommt einen übelst heftigen Nerf, muss man wirklich sagen an der Stelle. Bisher war es nämlich so, dass er ja eine passive Fähigkeit hatte, dass wenn er ins ADS geht, also in den Zoom seiner Waffe, dass er dann immer 40% mehr Bewegungsgeschwindigkeit bekommen hat im Vergleich zu anderen Spezialisten. Das heißt, gerade in Gunfights, wenn du McKay spielst, bist du eigentlich fast immer im Vorteil, weil du im ADS viel höhere Bewegungsgeschwindigkeit hast und damit den Gegner relativ gut outplayen konntest, wenn er nicht so guten Aim hatte. Das wird jetzt aber sehr stark abgeschwächt, denn dieser Buff wurde jetzt auf 25% reduziert. Also nicht halbiert, ein bisschen mehr ist es dann doch noch, aber 25 statt 40% ist doch schon eine Hausnummer, muss man schon sagen. Aber das war es auch noch gar nicht bei McKay, denn er wird noch mehr abgeschwächt. Es wird seine Cooldown von seinem Greifhaken von 11 Sekunden auf 25 Sekunden erhöht. Das ist mehr als verdoppelt sogar. Und in einem zukünftigen Update soll außerdem eine Nachladeanimation für den Greifhaken forciert werden. Das bedeutet, jedes Mal, wenn man den Greifhaken ausrüstet, also von seiner Hauptwaffe wie zum Beispiel einem G36 auf seinen Greifhaken wechselt, hat er immer eine automatische Nachladeanimation. Du kannst den also nicht immer sofort einsetzen, sondern musst erstmal diese Animation abspielen lassen und dann kannst du erst den Greifhaken benutzen. Finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich beschissene Änderung. Also ich finde es gut, dass die Bewegungsgeschwindigkeit abgestuft wird oder heruntergesetzt wird. Ich finde es auch gut, dass es eine höhere Cooldown gibt, aber ich finde, das ist ein bisschen over the top. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist. Für mich war McKay nämlich auch immer so einer der Top-Spezialisten. Der war für mich mit Maria Falk eigentlich immer S-Tier. Also noch ein paar andere vielleicht, aber gerade McKay war auf jeden Fall einer der Besten. Und das wird auf jeden Fall, wird sich sehr stark ändern mit dieser Änderung. Finde ich echt krass. Es geht weiter mit dem Waffenbalancing. Leichte Verlangsamung der Zurücksetzung von Hüftfeuerstreuung bei der P90, PP2000 und AKU. Also AKU ist für mich immer AK-74U. Ich habe keinen Bock, mal den ganzen Namen auszusprechen. Vor allen Dingen, weil die AKU früher für mich in Call of Duty 4 immer AKU war. Aber ist auch egal. Dann geht es weiter mit der AM40. Bis dato die wohl stärkste Waffe in 2042. Also zumindest in der letzten Meta war das so. Weil man ja auch unter anderem, ich sag mal, Sturmgewehr-Eigenschaften mit dieser Waffe hatte und Maschinenpistolen-Eigenschaften. Headshot-Multiplikator war aber einfach der von einem Sturmgewehr. Ist halt echt krass. Aber ja, diese Waffe wird auf jeden Fall abgeschwächt, indem der Kugelschaden mit dem Standardmagazin bei einer Reichweite unter 10 Metern von 26 auf 24 reduziert und gleichzeitig wird die Streuung und der horizontale Rückstoß um 5% erhöht. Bei der VHX-D3 wird der Kugelschaden mit dem High-Power-Magazin ebenfalls von 25 auf 24 reduziert bei einer Reichweite von unter 20 Metern. Und zuletzt noch das LCMG, da wird die Streuung bei einem verkürzten Lauf um 10% erhöht. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Visual Recoil-System, also das, was sie ja nachträglich eingeführt haben, wo viele der Meinung waren, war unnötig. Ich finde, wenn es nicht zu übertrieben ist, bringt es einen gewissen Grad an Immersion. Ist jetzt aber auch nicht so notwendig gewesen. Es hätte auch andere wichtigere Dinge gegeben. Aber solange sie überhaupt noch irgendwas für dieses Spiel machen, werde ich mich jetzt nicht unbedingt beschweren. Auf jeden Fall für einige Waffen, bei denen das visuelle Rückschusssystem noch sehr buggy war. Wir erinnern uns, es gab so ein paar Clips. Da war das alles des Todes am Ruckeln und du hast das Gefühl, deine Waffe hat beim Schießen einen epileptischen Anfall. Da wurden jetzt einige Fixes behoben. Bei diversen Visieren gibt es jetzt auch endlich Verbesserungen. Ich glaube, bei der SCAR bzw. der SFAR war das ja sehr extrem. Und diese ganzen Verbesserungen gibt es dann mit 7.2 für Maschinenpistolen, für Seitenwaffen, für Kammerverschlussgewehre. Ich rechne mal damit, dass sie da hauptsächlich die Präzisionsgewehre meinen und die Scharfschützengewehre natürlich. Dazu kommen dann auch noch Sturmgewehre und leichte Maschinengewehre. Und dann geht es auch schon mit den Fahrzeugen weiter. Da gibt es auch einige dramatische Änderungen, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar Anpassungen bezüglich eingehenden Schaden bei Fahrzeugen, die mit Objekten kollidieren. Das ist jetzt nicht, wer weiß wie dramatisch.
Aber beim Kampfhubschrauber wurde die Reichweite für den Thermalschützen von 600 auf 450 Meter reduziert. Das ist schon mal eine krasse Änderung. Für die Seitenschützen im Condor und Superhind gibt es ab sofort dann auch kein Schützenhut mehr. Das heißt, nur noch der Schütze, der vorne in der Nase unter dem Cockpit quasi sitzt, der wird nur noch davon profitieren können. Und dann geht es auch mit Kampffahrzeugen weiter. Immer diese Kategorisierung, an die sie sich nicht halten, das finde ich auch mal interessant. Die haben ja eine eigene Ingame-Kategorisierung für Fahrzeuge und dann werfen die wieder irgendwelche anderen Begrifflichkeiten rein. Kampffahrzeuge. Sonst warst du immer leichte, mittlere, schwere. Warum jetzt Kampffahrzeuge? Ist auch egal. Auf jeden Fall soll der Bolte, Ram und der kommende Draugr 25 Leben in 8,6 Sekunden durch die Systemreparatur erhalten. Andere Fahrzeuge bleiben bei 25 HP, also HP sind immer Leben, in 5 Sekunden. Bei der Waffenstation Schweres MG wird die Kugelgeschwindigkeit von 600 auf 690 erhöht. Finde ich eine sehr gute Änderung. Ich finde gerade diese MGs, Miniguns und schweren MGs an den Fahrzeugen irgendwie... Es ist eh schon schwer damit zu treffen, ja? Vor allen Dingen, wenn du einen Fahrer hast, wo du das Gefühl hast, der hat seinen Führerschein im Lotto gewonnen oder so. Aber dadurch, dass du eine höhere Kugelgeschwindigkeit hast, hast du vielleicht auch endlich mal die Chance, ein paar Kills mit diesen Dingern überhaupt zu machen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Erfahrung mit diesen ganzen Geschützen ist. Ich finde die ein bisschen, ja, sie sind da, um da zu sein, aber so richtig effektiv sind die meisten davon zumindest nicht. Vielleicht die Minigun. Die Minigun, da habe ich am meisten Kills mitgemacht bisher und die besten Erfahrungen. Dann geht es noch weiter mit den Tau-Raketen eines Kampfhubschraubers. Die machen an schweren Fahrzeugen nur noch 25 Schaden pro Rakete statt 30. Finde ich eine gute Änderung, weil dadurch hast du die Situation, dass diese Hubschrauber nicht übertrieben zu stark sind. Ich weiß, es gibt Abwehrmaßnahmen, aber wenn du 4 statt 3 brauchst beispielsweise, um auf 100 HP Schaden zu kommen, ist es, glaube ich, eine ganz gute Änderung. Muss man einfach sagen. Ich finde es auch gut, dass sie nach wie vor noch so ein paar Balance-Änderungen bringen, auch wenn das Spiel jetzt langsam am Ende seines Produktlebenszyklus angekommen ist, um zumindest dann nochmal so zu versuchen, dass das Spiel an einem Punkt ist, bevor es keinen Support mehr gibt, wo es halt wirklich für alle am besten spielbar ist. Und ich hoffe, dass dieses Update genau das bezwecken wird. Die Antifahrzeugraketen eines Hubschraubers machen jetzt 20% weniger Einschlagsschaden und reduzieren die Grundpanzerung mit dem Explosionsschaden, wenn ich das hier richtig verstehe. Also die Bezeichnung oder wie das hier geschrieben ist, das ist vollkommen irreführend. Wenn ich zu schlecht in Englisch bin, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was genau damit gemeint wird. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber so verstehe ich das. Und dann gab es noch eine Änderung, die auch so komisch geschrieben ist. Luftangriffsfahrzeuge. Allein wenn ich das schon lese, Luftangriffsfahrzeuge, Alter, sag doch einfach Luftfahrzeuge. Da weiß doch jeder, was mit gemeint ist. Zeit, in der die Raketen, vermute ich zumindest, leben, wurde von 5 auf 10 Sekunden erhöht. Also, Leben von den Raketen stelle ich mir vor, dass sie mehr Strecke zurücklegen, bis sie ins Nirvana gehen, falls man mal nicht trifft. Ich habe keine Ahnung, wie es gemeint ist. Maximale Geschwindigkeit von diesen Raketen wurde von 120 auf 80 reduziert. Und ich glaube, das geht einher damit, weil dadurch, dass sie länger für diese Strecke brauchen, leben sie halt auch länger, in Anführungsstrichen. Also so rein logisch macht es natürlich Sinn, aber ich habe keine Ahnung, ob es so gemeint ist. Der Drehwinkel und Motorlebenszeit wurde für bessere Handhabung angepasst. Und das Ganze auch nochmal für Bodenfahrzeuge mit anderen Werten. Zeit, in der die Raketen dann leben, wurde von 10 auf 15 Sekunden erhöht und die Maximalgeschwindigkeit von 120 auf 50 reduziert. Drehwinkel, also ich gehe mal von Meter pro Sekunde aus, ich habe keine Ahnung, welche Einheit die hier meinen. Und dann geht es noch mit Drehwinkel und Motorlebenszeit weiter für die Bodenfahrzeuge. Die wurden für bessere Handhabung ebenfalls angepasst. So viel auf jeden Fall schon mal zum Changelog. Jetzt geht es aber noch weiter, denn es wird auch endlich den restlichen neuen Content geben. Der Bomber Draugr und das Hybrid-Sturmgewehr LMG DFR Strive sollen ab dem 14. Mai, also morgen Dienstag, mit Patch 7.2 live gehen. Da wird es so sein, dass man die beiden Sachen freispielen kann, und jetzt fragt man sich natürlich, ja, aber wie? Sonst war es ja immer so, dass die in den Battle Pass gepackt wurden, die Sachen, und dann musste man Stufe XY erreichen und dann hat man es automatisch bekommen. Das wird hier anders sein. Vorher sei aber gesagt, dass dieser Bomber ferngesteuert ist. Sprich, ihr sitzt nicht selbst im Cockpit, sondern ihr müsst ihn steuern. Wie so eine Art Drohne kann man sich das vorstellen. Und es wird einen Event-Modus namens Control Unlocked geben, und hier kann man dann durchs Spielen des Modus natürlich wieder Ordensbänder erhalten. Und sobald genug gesammelt wurden, schaltet man mit diesen Ordensbändern Waffe und Bomber frei. Der Bomber benötigt hierbei 40 Ordensbänder und das LMG 80 Ordensbänder. Und es wird natürlich auch wieder ordentlich Cosmetics geben mit Ingame-Shop, damit man da nochmal ein bisschen Cash lassen kann. Falls jemand das Event nicht mitspielen konnte oder keine Lust darauf hat,
muss sich allerdings etwas gedulden. Später wird es Ingame-Herausforderungen geben, mit welchen man dann Fahrzeug und Waffe freispielen kann. Ich finde die Lösung hier allerdings etwas blöd, denn die bieten hier für die Spieler, die keinen Bock auf diesen Modus haben, keine Möglichkeit, anders an den Content zu kommen, außer indem sie warten, bis es dann irgendwann diese Herausforderung gibt. Und da weiß man ja auch noch nicht mal, wann das sein wird. Stattdessen wird er hinter einem Modus versteckt, der gegebenenfalls gar nicht alle Spieler anspricht. Und jene werden dann auch noch bestraft, indem sie dann auf die Herausforderung warten müssen. Also hier hätte ich lieber gesehen, dass sie vielleicht einfach, weiß ich nicht, Battle Pass Stufe 101 und 102 hinzugefügt hätten oder von mir aus irgendwie zwischengepackt hätten. Von mir aus auch einfach mal for free raushauen, ohne dass der Spieler das irgendwie freispielen muss. Also ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was eure beste Herangehensweise dafür gewesen wäre. Ich rechne auf jeden Fall ab diesem Zeitpunkt dann auch nicht mehr mit neuem Content. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass so jeden Dienstag in einem gewissen Zeitraum neue Cosmetics für den Shop kommen werden. So wie es halt jetzt auch schon ist. Meistens ist es ja so, dienstags ist Patch Day, dann gibt es neuen Content oder neue Änderungen und meistens auch immer ein Shop-Update, wo es dann immer wieder neue Cosmetics gibt oder welche rabattiert werden. Und ich denke mal, das wird das Einzige sein, was wir dahingehend noch sehen werden. Vielleicht hier und da noch so ein kleiner Patch, der sich dann so ein bisschen um das Balancing kümmern wird, aber das war es im Endeffekt dann auch schon. Und jetzt habe ich noch eine sehr wichtige Sache. Und zwar gibt es ja nicht nur mich als Battlefield Creator auf YouTube, sondern auch einige andere. Und es gibt da jemanden, Benbit heißt der, ihr habt mit Sicherheit schon mal von dem gehört, der war mit mir schon ein paar Runden, macht selber Battlefield-Videos, ziemlich gute auch sogar, und hat auch sehr viel Ahnung von der Materie. Falls er das Video hier gerade sehen sollte, Gruß geht raus an der Stelle und vielen Dank nochmal fürs Anschreiben. Der hat mich nämlich gebeten, ob ich nicht einen Umfragelink, den er erstellt hat, rumgeben oder rumreichen bzw. teilen kann, weil er da nochmal alle wichtigen Fragen aufgelistet hat und vor allen Dingen die wichtigsten Punkte bezogen auf Feedback für das nächste Battlefield. Und er möchte einfach, dass das einmal so gesammelt von der Community ausgefüllt wird und wir das dann an die Community Manager schicken, beziehungsweise er wird sich dann darum kümmern. Er hat mich nur gebeten, ob ich das so ein bisschen verbreiten kann. Und natürlich mache ich das gerne. Am Ende des Tages wollen wir alle ein geiles Battlefield haben und nicht wieder so ein Desaster. Und was mich auch stört, ist, dass man ja nie so richtig herausgefunden hat, wenn man dann zum Beispiel eine Umfrage gemacht hat, die von offizieller Seite kam. Wie waren denn da jetzt überhaupt die Ergebnisse? Gab es da so einen gemeinsamen Tenor, dass man sagen kann, die meisten wollten einen Serverbrowser? Und mit dieser Umfrage können wir das dann so ein bisschen nachhalten. Auch wenn es vielleicht nicht alle Battlefield-Spieler da draußen ausfüllen werden, aber zumindest schon mal ein etwas größerer Teil, gerade dadurch, dass wir auch ein bisschen Reichweite im deutschsprachigen Raum haben, dass man einfach mal sieht, wo ist die breite Masse gerade? Was wollen die vom nächsten Battlefield? Und deswegen gibt es hier einen Link. Ich poste den auch nochmal in die Videobeschreibung. Da könnt ihr dann draufgehen, könnt das Ganze ausfüllen. Sobald er genug Abstimmungen hatte oder Leute, die die Umfrage ausgefüllt haben, wird er das dann rausschicken und hoffen wir mal, dass wir mit dem nächsten Teil noch nicht zu spät dran sind mit dem Feedback und dass ihr das dann halt auch endlich mal beherzigen. In diesem Sinne, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und rein und wie immer, ciao, ciao.